Du kannst jetzt den Buch auf Flipper spielen. Ich habe mir was. Hab ich nicht gelesen. Flipper. Spielen wir Flipper. Nice. So. Ja. Magic Unity. What the fuck? Lädt gerade ein neues Spiel oder wie? Hä? Er öffnet sich jetzt gleich Assassin's Creed Unity oder Spielen. Option. Lautstärke Version 1.5. Wie kann ein Pinball-Spiel ein Update haben? Ja. Okay, das sind die beiden. Das Kamera. Ach so. Skillshot natürlich. Bing, bing, bing. So. Oh. Nochmal da reingetroffen. Das bringt mir nun nix. Oh, fuck, nein. Oh. Bam. Ich vergesse, geht jetzt einfach wieder zurück. Aber das war unfair. Okay, hier irgendwie sollen wir 5000 Punkte oder was kriegen, ne? Trifft einfach gar nichts und fällt einfach genau in die Mitte wieder. Wow, nein, oh komm. Unglaublich. Die Musik ist an sich immer cool. So. Oh, come on. Bam. Brauchen wir immer noch die Punkte hier. Oh, come on. Das endet, wo ich reinfallen können. Was ist das? Okay, ein paar Pünktchen haben wir gemacht. Wow, really? Game over. Toll. Spielen nochmal. Aber probieren wir es mal so. Vielleicht habe ich jetzt einen besseren Blick. Es leuchtet alles extremst hier. Wow. Alles klar. So. Das End schon mal. Ich komme da durch die riesen dicke Punkte. So. Oh, come on. Ich habe einfach kein Glück bei sowas, ne? Bam, bam. Ja. Ey. Toll. Da könnte ich jetzt auch viel gegen machen, ne? Was ist das? Ich kann nicht mal was dagegen tun. Ist doch gemein, ja. Hier mal wieder dasselbe, genau. Ey. Game over, ja. Wow. Ich konnte mich jetzt gut dagegen wehren. Oh, der war aber fast verkrüppelt. Okay. Oh, okay. Achso, er bleibt einfach dann draußen, okay. Das. Jetzt habe ich mehrere Bälle oder was? Ding, ding. Glück gehabt, würde ich mal behaupten. Jetzt.
Gut. Oh, schade. So, du kannst dagegen, gehst da irgendwo rein. Das macht für mich ein paar Punkte. Jawohl. So. Oh. Ding. Ich komme nur nicht da oben dran, ne? Okay. Soll ich denn hier 5000 Punkte kriegen, ey? Kann ich da nichts gegen machen. So. Ja, geh doch. Oh, come on. So. Ey. Ist aber ein schlechter Witz, oder? Ah, ey, ich kann nichts machen. Hä? Okay. Lol. Okay, holen wir jetzt einmal. Bumm. Wieder nur das N erwischt. Die Flipperarme sind viel zu kurz. Mal nett ausgedrückt. Ich glaube, ich bin für Slipper nicht gemacht. Kann das sein? So. So. Ja. Ich finde aber schön, dass man die ganze Mechanik in dem Flipper sieht. Das muss ich mal sagen, das ist ein sehr schön animierter Flipper. Boah, ja, genau wieder im Fall ins Loch rein. Soll ich nichts machen kann dagegen. Fuck. Game over. Okay, gut. Enden. Wir sind da nicht gut drin. Leider. Wie wollte ich echt 5000? Könntest du auf 500 sein oder so? Das wäre schön. Irgendeine Aufgabe gab es auf jeden Fall. Irgendwie für irgendwelche Punktzahl zu erwischen. Aber für 5000 spielt es ja ewig. Gefühlt. Muss ein perfektes Spielen legen. Ladezeit. Ach, schön. Für ein Flipperspiel brauchst du Ladezeiten. Na, dass man daraus ein eigenständiges Spiel gemacht hat noch. Hm. Das finde ich halt immer so ein bisschen kacke, diese Ladezeiten dazwischen, dass ich einfach sagen kann, jo. Ich beziehe mich jetzt bei dem anderen Spielen darauf, dass du extreme Ladezeiten hattest. Ja, komm, Ladezeit ist eigentlich fertig. Aber schön, dass sie einfach wieder zurückgesetzt wird. Oh, Ladebalken ist voll. Und dann zack, doch nicht. Flipper-Anfänger abgeschlossen. Okay, schauen wir mal. Blablabla. Wo haben wir denn Flipper? Flipper. Spiele 5-mal Flipper. 10-mal Flipper. Okay. Flipper Eiskopf. Reichen Eiskopf an 500 Punkten. Ja. Den müssen wir schaffen. So. Was haben wir denn momentan als Aufgabe? Verlackte, gar nichts. In dem Fall der dunkelste Ort. Auftrag von. Okay. Beweise keine mehr Details. Ist der jetzt abgearbeitet oder nicht? So, wie viele Punkte haben wir? 1500. Dann können wir uns den Kombi-Kühlschrank hier leisten. Zack. Sehr schön.
Gut, was haben wir denn hier wieder für Aufträge? Wie sieht es mit den Aufträgen aus? Ein Höschendieb geht um. Fall annehmen. Kamera, okay. Warte, wir lesen erstmal. Ein Höschendieb. Erkunde Yosuke Satome. Nicht einmal die Polizei konnte diesen Kerl schnappen, daher wende ich mich an sie. Er hat die Höschen meiner Schwester geklaut und ich mache mir Sorgen, wohin das noch führt. Ich warte im M-Side-Café mit meiner Schwester. Ich bin der gut aussehende Typ mit schwarzen, kurzen Haaren. Meine Schwester sieht genauso aus, nur mit langen Haaren. Creepy. Kennen hier, Kunde Kawada. Guten Tag, Yamagisama. Mein Name ist Kawada und ich habe eine möglicherweise sonderbare Bitte. Könnten Sie die Angelegenheit im Café Milio in der Nakamichi Street besprechen? Ich bin ein Mann mittleren Alters ohne besondere Merkmale und trage einen Anzug. Bitte kommen Sie, wenn es Ihnen passt. Nehmen wir auch an. Fuyoko Tanaka. Mein Name ist Hun Klanka. Ich möchte Sie bitten, jemanden für mich zu finden. Ich warte im MZ-Café in einem violetten Hemd und schwarze Jacke. Vielen Dank. Ersuchen eines Verlegers. Mein Angestellte ist verschwunden. Okay. Wie gibt's denn noch hier? Stufe 50. Uiuiui. Ich schließe 49 Nebenfälle ab. Ein Zeitvertreib. Warum nicht? Okay, Fortschrittfall. Okay, wir haben schon mal relativ gute Punkte. Deswegen passt das. So. Wo ist meine Jacke? Takeshi Akagawa. Meine Lieblingsjacke ist verschwunden. Sie war ein Geschenk meines älteren Bruders und ist mein Ein und Alles. Ich würde mein Leben für sie geben. Bitte finden Sie sie schnellstmöglich. Ich warte im Wild Jackson in der Tengachi Street. Wenn da ein auffälliger Typ mit braunen Haaren, grauer Jacke und rotem Hemd, rotem T-Shirt sitzt, dürfte ich das sein. Nehmen wir auch an. Okay. Hui, ein paar neue Nebenfälle. Nice. So. Zack. Oh. Hallo. Kim-san? Yagami-san! どうしたの そんなに慌てて? Mate-garu! Ah! Kita! すみません! 私行きます! もう逃げらんねえぞ。お前ら、何を。おう、ようやく捕まえたか。笠井さん。あ、あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は。 焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあ、キムさん。外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあんだ。宝は持ち去れ。え?持ち去れ?宝の持ち腐れだろ。え? <笑>宝は持ち去れって。強盗か。まあ、あんたの場合、あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、タイヤは引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、 景品同盟の笠井玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ。優等生やろ。ああ、そう。さあ、 OK.
Oh, er kann auch. Alles klar. Ja, steh auf, Yagami, was ist los? Was war das denn? Quatsch. Aber hat uns auch Schaden gemacht, der Drecksack. Lol. Okay. とっとと失せるんだな。それとキムさんには、もう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして景品同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。音と生きやがれ。バーカ。それは追い返す時のセリフだ。うるせえ、くそげ。 김상, 大丈夫? 八神さん、ありがとうございます。でも、あいつらが戻ってくる前に、すぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。 八神さん、すみません。私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。景品同盟とか言ってたが、何者なの？最近、カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつら、すごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい。 みんな、あいつらには困ってます。この店の従業員の女の子も、あの火災に目を付けられて、悪い仕事を持ちかけられてました。それを、キムさんがかばってやったわけだ。店長として、当然のことです。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら、襲いかかってきます。まあ、一応気をつけるよ。 私、ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。 Die Kahin Gang. Unverschämt Mitglieder der Kahin Gang bestreifen ständig auf der Suche nach Yagami die Straßen. Du kannst diese Schläge einfach ignorieren oder SP und Gegenstände verdienen, indem du ihnen eine Lektion erteilst. Wenn du aber damit zu lange brauchst, ruft das die Polizei auf den Plan. Wenn das passiert, solltest du dich besser auf den Wacker machen. Okay. Ja, mich nervt schon wieder, dass der tödliche Wunde. Ach so. Deswegen konnten wir dieses Café hier nicht schreien. Ah. Weil der Typ erstmal auftauchen musste, okay. Das war eine Drohne, Mann. Also können wir jetzt die Drohne ran machen. Das wirkt sich auf den Mittentor und so. Sollte besser mal nachschauen, was da los ist. In der Nordmission meistens auf eine weitere Aktivität hin. Wir kennen's ja. So, wir haben hier noch jede Menge zu tun. Was hier? Ne, hier nicht. Irgendwie ist dein Laden ziemlich unbeliebt, Mädchen. Gucken wir erstmal wegen den Dings und wegen den Drohnen. Kann es nämlich auch noch machen, habe noch mehr freigeschaltet. Aua. Ah, den Schlag kann ich blocken. Oh, ich hab so einen Schläger kaputt gemacht. So. Oh, das war's schon. Ich bin ein Monster. Gut, mehr Gegner heißt auch mehr Geld, mehr Punkte und alles mehr. Und, okay. Ich glaube, die Drohnen sind hier entlang geflogen. Will die mich angreifen? Was? Wow. Autsch, was soll das? Tut mir so leid. Hm. Schnauf, schnauf. Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt?
Alles in Ordnung, schätze ich. Oh, oh, da bin ich aber erleichtert. Hm, aber ich glaube, meine Einstellungen waren falsch. Ich muss die Geschwindigkeit erhöhen. Wovon redet er da? Ich glaube nicht, dass es die Geschwindigkeit ist. Sie müssten aufpassen, wohin sie mit der Drohne fliegen. Oh ja, sie haben recht. Tut mir leid, das kleine Kerlchen rastet manchmal richtig aus. Haha. Nicht witzig, wenn sie mich fragen. Ich glaube, sie sind einfach ein schlechter Pilot. Uff, da kann ich kaum widersprechen. Aber es ist gar nicht so einfach, Drohnen zu fliegen, wissen Sie? Das weiß ich, ich habe selbst eine. Oh, wirklich? Das bedeutet, wir sind Rivalen. Entschuldigung, Rivalen? Ja, Sie sind bestimmt auf dem Weg zur Anmeldung, oder? Ein bisschen mehr Infos, bitte. Anmeldung wofür? Was? Das wissen Sie nicht? Die Drohnenrennen, Mann. Es gibt Drohnenrennen? In dem Fall, die Taube hebt ab. Natürlich. Und heute findet eins statt. Meine Drohne war gerade auf einem Testflug, als sie erwischt hat. Verstehe. Aber ist das überhaupt legal, in der Stadt so schnell zu fliegen? Natürlich ist es legal. Es geht auch ja um ein Rennen. Wer bremst, verliert. Der Anmeldebereich ist gleich da drüben. Warum machen Sie sich nicht machen Sie nicht mit? Was? Kommen Sie schon, gleich hier. Ich glaube, meine Drohne ist nicht dafür gemacht. Hey! Hier können Sie sich anmelden. Sieht wie eine muntere kleine Gemeinschaft aus. Ja, jeder nimmt die letzten Modifikationen an seiner Drohne vor, bevor das Rennen losgeht. Modifikationen, hm? Ja, man kann nur gewinnen, wenn man die maximale Geschwindigkeit aus seiner Drohne rausholt. Hey, warum zeigen Sie mir nicht Ihre Drohne? Hm, na schön. Holt ihr die raus aus dem Schuh? Hm, das könnte etwas eng werden, aber ich muss sie mit ihrer Drohne kurz ausleihen. Schön, aber was haben sie damit vor? Hey, keine Sorge, eine kleine Entschuldigung für den Vorfall eben, aber nur dieses eine Mal. Hat Tesa vom Dumm gemacht. Hier, das sollte reichen. Was haben sie gemacht? Ich habe sie modifiziert, damit sie schneller fliegen kann. Ach ja, ist hier kein Unterschied. Ich habe nur die Innereien modifiziert. Warten Sie bis zum Brennen, dann klappt mir in die Kinnlade drunter. Wirklich? Fliegen Sie nur außerhalb des Renns nicht so schnell, okay? In letzter Zeit behält man uns strenger im Auge, weil einige über die Stränge geschlagen haben. Ja, ich bin vorsichtig. Wie kann jemand, der eine Bruchlandung in meinem Gesicht hingelegt hat, mich in Sachen Tempo belehren? Hm, was ist denn da drüben los? Oh, das ist das Drohnenlabor. Ein Labor? Um es simpel auszudrücken, ist fertig Drohnenteile an. Wenn du mal mit in einem Rennen zu kämpfen hast, geh hier zu ihnen und lass deine Drohne verbessern. Okay, es geht also darum, sie selbst zu modifizieren. Material für Drohnenteile hältst du als Belohnung beim Minispielen oder findest du in der Stadt. Einige Materialien sind nur an Stellen zu finden, die außerhalb aus Sicht mit der Drohne zu erreichen sind. Na schön. Das war's erstmal für mich. Wir sehen uns auf der Rennstrecke. Heißt also, wir können jetzt alles machen. Oh, ich habe Ihnen meinen Namen nicht verraten, oder? Makihara. Ich bin Yagami, freut mich. Ja, falls Sie jemals Fragen zum Drohnenrennen haben sollten, lassen Sie es mich einfach wissen. Okay, Drohnenrennen, hm? Hört sich nach Spaß an. Das heißt, wir gehen jetzt zum Lab und kriegen erstmal einen Anruf, okay? Mach du. Kaito da. Kore kara Ayabe to aeru do. Mogura no shiryou o nagashite kureru. Sasuga Kaito-san. Kamurocho no okunai de yatteru tsuribori ya, shitteru ka? 恋女房って店。屋内の釣り堀？そんなのあったか。俺も知らなかったけど、あるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。Okay. Gehen wir erstmal hier zum Drohnenlabor und gucken, was wir machen können. Willkommen im Drohnenlabor. Wollen Sie ein paar Drohnenteile entwerfen? Milchweiß, das sind einfach nur Farben. Das ist. Oh, wir können. Der Taube drauf. Rahmen. Das ist aber nicht die Farbe. Motor? Ah, Motor.
Kostet 10.000 Yen, abgenutzter Magnet, Propeller, billiges Plastik, gedehnte Spule, Turbo. Tempomat, haben wir nix. Also alte Platine, billiger Draht brauchen wir. Okay. Mal Drohne anpassen. Warte mal. Kann ich das irgendwie vergleichen vielleicht? Das wäre ganz gut. Ah, es gibt ein paar. Dann, okay. War ganz doof gefragt. Ich kann hier die Drohne loslassen. Vielleicht hier auf der Drohne ein Teil. Ne, schau mal nicht. Schade. Natürlich kann man auch hier wieder nicht komplett durchfliegen, weil. Wegen Gründen. Okay. Wo sind die Sachen denn besser? Warte, wir gucken jetzt einfach nochmal nach. Drohne, anpassen. Tempomat. Kaltes Gift, die haben wir ja schon. So. Dann haben wir wahrscheinlich hier in Wirklichkeit dann so Standard-Turbo. S-Motor, H-Propeller. Nochmal, nochmal. So, also wir haben H-Motor, S-Propeller. Was andersrum? Super-Turbo. Den würde ich gerne haben. Alte Platine, billiger Draht. So, H-Propeller, S-Motor. Der hat aber H-Motor, Geschwindigkeit 12. Was hat mein Motor jetzt? 25, ne, 16 und Propeller hat 5. Propeller hat 5 und Tempomat hat auch 5. So, der Propeller wäre nochmal besser. Und der Tempomat haben wir nichts, okay. Ein Turbo könnten wir auf jeden Fall nehmen. Alte Platine, billiger Draht bräuchten wir. Okay. Das wiederum heißt, wir müssten zum Pfandleier, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Denn da kriegen wir Zeug zum Kaufen. Ne? Jungs. Quatsch. Oh, ich bin benebelt. Hallo? So. Und Quatsch. Hammer. Danke. Zeitung gekriegt. So, haben wir noch ein bisschen Geld bekommen. So, jetzt können wir richtig Geld da lassen. So. Ist das jetzt die Polizei, die wir hören? Ich bin falsch gelaufen. So. So. Aua. Und. Autsch. Ah, kann auch schon. So. Mein Jungs, was ist denn los mit euch? So, müsste das eigentlich hier sein, ne? Können wir eigentlich auch noch was kaufen? Grüßen wir nochmal die Dame. Na komm, können wir nochmal ein paar Punkte. Sehr schön. Hallo, hast du vielleicht was ich noch brauchen kann? Nein, du musst einfach nur ein Getränk. Lebensmittelladen. Ich kann echt nur bei dem hier das Zeug kaufen. Ist ein bisschen nervig, jedes Mal hinlaufen zu müssen. Hier vorne ist so eine Fallabdeckung, ja? Hallo, ich würde gerne kaufen diesmal. Und zwar brauchen wir
billiges Plastik. Kaufen wir einfach mal. Ich habe auch können wir dann. Ja, fünfmal stabiles Plastik. Dünner Draht. Nee, ich brauche was billiger Draht, was genau. Dreimal. So. Zahle ich denn dafür am Ende? Aua, muss ich Geld eigentlich? Zwei davon mit. Alte Platine. Ich brauche jetzt zweimal hier. So. Blaue Farbe, okay. So. Kann eigentlich alles haben, ne? Ja, Premium Shop haben wir ja sehr viele. 36.000 kostet mich das. Uiuiui. Blau. Naja, wir geben uns jetzt mal damit zufrieden. Dankeschön. So, jetzt können wir uns alles bauen, was wir wollen, glaube ich. Müssen wir nur den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Yo, ich komme mit Drohnenrennen. Beiseite. Wollt ihr wirklich Stress mit mir anfangen? So. Und. Oh, ein bisschen Geld bekommen. Sehr schön. Zack. So. Erledigt. Wie viel Pünktchen haben wir eigentlich? Hallo? Handy? Wir haben 850 wieder. Klingt ja schon mal ganz gut. So, haben wir noch einen Skill freigeschalten? Okay, welchen denn? Ah, hier, Turbostart. Du hältst beim Drohnenrennen gleich beim Start Temposchub. Kostet mich aber was. Drohnenpilot. Deine Drohne wird durch Wind weniger beeinträchtigt. Oh, das ist natürlich nice. Und den machen wir nochmal. Der ist wahrscheinlich gar nicht mehr beeinträchtigt. Kostet nur 750 Punkte. Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Turbostart hätte ich zwar gerne noch gehabt, aber hey. Beziehungsweise wir können ja erstmal noch ein paar Fälle machen, da kriegen wir eh noch Punkte für. Bevor wir unser erstes Rennen machen, aber wir können es erst probieren. Ich denke mal, unser erstes Rennen wird ziemlich simpel sein. So. Hallo. Ich würde gerne den Turbo machen. Ja. Und bei dem Propeller den kann ich noch machen. Dankeschön. So, Teile Neuling haben wir noch freigeschalten. So. So, siehst du. Handling ist besser und alles. Hä? Ne, Handling geht runter, achso. Oh. Aber Geschwindigkeit geht hoch. Und hier haben wir den Turbo. Und da dem Board haben wir gar nichts. Gut, Lebensdauer B, C, 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 alles okay. Dann probieren wir doch mal ein Rennen aus. Willkommen, hier können Sie sich für Drohnenrennen anmelden. Haben Sie schon einmal an einem Drohnenrennen teilgenommen? Wenn nicht, empfehlen wir zunächst einen Testflug. Würden Sie einen Testflug versuchen? Ja. Verstanden, viel Glück. Einfache Strecke. Bin ich ja mal gespannt, wie der Zendling jetzt ist. Perspektive ändern, L3 rein. Okay, seitlich bewegen, vor- und rückwärts bewegen, ja. Nach oben, nach unten bewegen, jawohl. Bremsen. So. Alles klar. So. Okay. Sechste. Oh, ein bisschen zu. Ups. Kannst du mal einen Boost holen? Sehr schön.
Es geht ein Misch. Hallo. Raus aus meiner Flugbahn. So. Ich bin auf Position 4. Da vorne ist auch noch welche, okay. Hab ich das gar nicht gesehen. Mal ein bisschen höher fliegen und schon. Mal überall durch. So, die Booster sollte man mitnehmen. Da haben wir noch einen Turm. Wow. Ach so, okay. Wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Ich war ein bisschen hoch unterwegs. Hey, das ist doch nicht so. So. Limit? Was für ein Limit? Aua! Nein! Oh, nimm mal aufgeholt. Wir haben das Ziel erreicht als Erster. Hui! Du hast 12 Punkte. Nice, möchtest du deine Spieldaten für das Rennen im Netzwerk hochladen? Spieldaten, die du hochgeladen hast, sind für andere Spieler sichtbar. Hm, ja. Auch schon nicht. Außer ich krieg dafür irgendwie extra Punkte. Glaube ich aber nicht dran. Aber hey, das erste Rennen abgeschlossen. Nice. Einzelrennen, Testflug, weggehen, online spielen, am Computer nehmen. Muss man Einzelrennen. Belohnung Premium Schraube. Okay. Bin schon mal gespannt. Ist jetzt zwar dieselbe Strecke, aber wir können wenigstens. Was gewinnen? So. Ich muss natürlich wieder auf dem letzten Platz anfangen. Mich nach vorne kämpfen. So. Schön, dass sich alle hier wegkloppen. Die ganze Zeit. So. Mach einfach mal Plätze gut. Zack. Sehr schön. Position 3 sind wir. So, beim ersten Platz. So. Zack, dann passt ein Vorsprung. So. Ah, schön, dass es hier eine Online-Funktion für gibt. So. Nochmal einen dicken Boost hier reingefahren. Zack. Ah. So. Letzte Runde. Und ja, dann nochmal Gas. Dann sitzen wir auf jeden Fall im Nacken, die Leutchen hier. Muss ich sagen. Wahrscheinlich bei einem Fehler. Nicht weg. Den Turm räume ich mal auf. Genau hierfür. Thomas Zen. So. Dann bin ich als erstes am Ziel. Huh. Easy. Zwar nur nicht mal eine Sekunde Vorsprung, okay. Aber haben es geschafft. Premium-Schraube. Na ja, komm dann hoch. Hochline-Spieler kann ich gelöscht werden, ja. Passt. Lade hoch. Hochgeladen, abgestanden. Du kannst Spieldateien anderer Spieler empfangen und Online-Spielen herunterladen. Achso, es gibt also keinen richtigen Online-Modus, sondern nur Ghost-Dateien. Okay. Verstehe. Gut, danke schön dafür. Wie viele Punkte habe ich jetzt gemacht? 210 Uhr. Ich bräuchte 750 zumindest schon mal. Geht es nur wenn es Drohnenrennen oder. Ne, Dauerfaktiv, okay. Also ich kann jetzt immer überall hoch mit einer Drohne fliegen. Zum Beispiel jetzt hier. Müsste jetzt gehen, ne? Irgendwie nicht. Also hier komme ich nicht höher. Enttäuschend.
Na gut, so, dann gehen wir mal hier hin. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Zumal haben wir hier Fallakten, zumal haben wir sie hier noch. Jo. Hey, Sakuma-san, ich habe Lust auf etwas Süßes. Na, da habe ich genau das Richtige für Sie. Ich habe gerade mein neues Dessert fertiggestellt. Was ist es? Das einzigartige, die einmalige Mega-Fruchttorte. Nicht irgendein, sondern eine Mega-Fruchttorte? Gefällt mir. Ja, wir nehmen dafür einen Riesenhaufen absolut frischer Früchte, damit sie super aussieht und auch so schmeckt. Und das wird kombiniert mit einer süßen, leicht herben englischen Creme. Läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen? Oh ja, da melden sich alle meine Schleckermaulgene auf einmal. Hey, aber ohne Ihre hilfreichen Anmerkungen hätte ich wohl nie so einen Meisterwerk hinbekommen. Danke. Und ich habe sie auch perfekt. Jawohl, Stufe 22. Ach, ich habe doch nur gegessen. Sie haben die ganze Arbeit gemacht. Ich hoffe, Ihnen schmeckt die Früchte unserer Arbeit. Die Mega-Fruchttorte. Okay. Machen wir denn die Mega-Fruchttorte? Da, Mega-Fruchttorte. Sahne und leichte Säurefrüchte. Probieren wir die doch direkt mal. Njam, njam, njam. Itakanimasu. Na, kriegen wir noch einen Dialog? Vielen Dank, dass wir uns... Ne, schauen wir nicht. Okay, schade. So. Okay. Gut.